Okay, also dann wäre es jetzt eigentlich schon geklärt, das ganze Thema. Nur vielleicht hast du noch irgendwas, was du uns so als Information oder als kleinen Wink oder Hinweis noch ein bisschen mit auf den Weg geben möchtest. Das ist immer eine gute Frage. Da kann ich noch mal eine Viertelstunde ansetzen. Nein, mache Wie ich du nicht. möchtest. Ich sage in aller Beine Kürze, frei. ich glaube, ich glaube, es ist einfach wichtig und es wird immer wichtiger werden, dass wir Menschen, die wir ja wirklich längst erkannt haben, dass wir so ein weiter so auf diesem Planeten nicht machen können. Wie gesagt, Herrn Trump nehme ich aus, aber alle anderen haben erkannt, ein weiter so geht nicht. Wir sind 7,2 Milliarden Menschen. Wir müssen uns die Ressourcen dieses Planeten teilen und verbrauchen derzeit jährlich 1,4 Erden, also die nachwachsenden Ressourcen von 1,4 Erden, und wir haben eine. Und da weiß jeder, das ist nicht nachhaltig. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Wir hier in Deutschland, wir hier in Mitteleuropa sind nicht die Ersten, die unter diesem Engpass leiden. Das tut man in anderen Ländern, wenn man nach Bangladesch fährt. Das habe ich kürzlich gemacht. Dann sieht man, wie ein solches Land sofort an der Grenze ist, wenn sich Dinge verändern. Also an der wirtschaftlichen Grenze. Da leben 150 Millionen Menschen, das ist zweimal die Bevölkerung von Deutschland, auf einer Fläche wie Baden-Württemberg und Bayern. Und die haben einen Staatshaushalt wie der Stadtstaat Hamburg. Und da müssen diese 150 Millionen Menschen mit klarkommen. In Hamburg leben, glaube ich, 1,7 Millionen Menschen. Daran kann man den Unterschied sehen. So, das heißt, diese Engpässe, die erzeugen wir mehr und mehr. Das verstärkt sich immer mehr. Wir haben alle das Bedürfnis, unser Lebensstandard zu verbessern. Zu Recht darf das auch jeder haben. Es können nicht wir, die schon einen hohen haben, den anderen, die einen niedrigen haben, sagen, jetzt hört ihr aber mal bitte auf, damit unsere noch höher werden kann. Und das zu verstehen und das umzusetzen und dann nach Alternativen zu suchen, auch was den Umgang mit Ressourcen und Energie angeht. Und bei Ressourcen ist eben auch der Regenwald zu nennen. Aber bei Energie ist eben auch die erneuerbare Energie zu nennen. Wenn wir es nicht schaffen, da uns wirklich umzustellen und umstellen möchte ich auch nicht immer nur mit Verzicht und Einschränkungen und allen negativen Aussagen besetzen, sondern auch durchaus mal zu sagen, also ich bin kürzlich mit so einem Elektroauto da gefahren und wir haben mal richtig beschleunigt. Das war so ein größeres Fahrzeug, das hat, glaube ich, 550 PS, wie gesagt, Elektroauto. Das war an so ein Solarding da angeschlossen. Das war also wirklich sehr umweltfreundlich. Und dann gaben wir mal Gas. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das heißt also, man muss sich vielleicht auch mal klar machen, dass ein sinnvoller Umgang mit der Umwelt auch echt Spaß machen kann und positive Energien freisetzen kann und Lust machen kann, auch als Gruppe mal irgendeinen Schwachsinn zu machen, im positiven Sinne Schwachsinn, wo man einfach mal was austestet. Solche Sachen voranzutreiben und anderen das auch zu zeigen. Ich bin immer ein großer Fan von Leuchtturmprojekten, im Kleinen wie im Großen, einfach zu zeigen, hey, guck mal, was geht. Unschärfe in der Mitte haben wir also jetzt hier die Armut. So, und dann ist es jetzt hier, das ist ja eine neue Matrix, gehen wir hier rüber, das ist das erste Bild. Das zweite ist jetzt hier die Ressourcen in die. Die Ressourcenprobleme des Planeten, das sind Bodenschätze und alles Mögliche, was ich also mache. Da ist natürlich auch Wald und so weiter, was wächst, nicht mal die Ressource, nicht mal. Hier haben wir das Feld, das dritte Feld ist dann hier im Grunde hier das Paragraphenzeichen, die Justitia hier, also Frieden und Sicherheit und Justiz, nicht mal, dass wir im Frieden leben können, ne, und nicht durch Kriminalität oder durch Tod oder Gewalt oder sonst wie bedroht werden. Hier haben wir dann die Kinder, die sich melden. Das ist dann ja Schule und Bildung. Und hier das fünfte Feld ist dann hier Gesundheit. Hier unten, rechts unten, haben wir dann das Feld Demokratie und Humanismus. Ne? Ich habe hier den Cursor, sieht man den auf dem Bildschirm? Ja. Okay, so, und dann kommt jetzt hier diese beiden Bauarbeiter hier mit dem Plan. Das symbolisiert Arbeitsplätze. Wir brauchen ja Einkommenserzielung. Und das ist natürlich Armut und Arbeitsplätze sind natürlich miteinander verbunden. Hier haben wir dann natürlich hier Mann und Frau. Das ist das Gender-Thema. Das ist ja weltweit ein wichtiges Thema. Und viele Ländern gibt es ja noch Probleme, dass Mädchen zur Schule gehen können und dürfen. Das bestimmte kulturelle und religiöse Sachen wollen das nicht. Oder die Frauen haben noch keine Rechte, werden nicht ernst genommen. Dabei gibt es sehr viele Indikatoren, auch das will ich erst später erwähnen, dass die Frauen eigentlich die Welt retten werden. Und hier haben wir das zarte Pflänzchen von unserer Ökologie und Natur, also der ganze Naturkreislauf, nicht wahr? Den wir auch im Grunde für unsere Gesundheit brauchen. Denn wenn wir Stress haben und im Wald gehen, dann tut uns das gut. Man hat schon in Krankenhäusern experimentiert mit Waldluft, dann sind die Leute schneller gesund geworden, nicht wahr? Auch Natur und diese ganze ökologische. Das sind also diese neuen Problemfelder. Das sind eigentlich die wahren Probleme. Ne? Und
Also nicht Ungleichheit ist eigentlich nicht das Problem, sondern Armut ist ja das Problem. Ne? Dass also viele Menschen eben die an dieser Hungergrenze sind. Ne? Die Ungleichheit könnte ein Faktor sein für die Armut. Ne? Aber was hat zum Beispiel einer der reichsten Deutschen hier, die Brüder Aldi, damit zu tun, dass in Afrika die Leute hungern? Ne? Der hat ja dafür gesorgt, dass die Menschen, die nicht viel Geld verdienen, sehr billig kaufen können, nicht wahr? Ne? Und ist dabei reich geworden. Ne? Das sind doch halt andere Mechanismen. Ne? Also wir müssen gucken, was sind die Ursachen? Aber in Wirklichkeit geht es um diese Felder, ne? Diese Felder, da Verbesserungen zu haben, und ist die Armut nur zentral. Denn wenn ich arm bin, dann bin ich auch eventuell nicht so gesund, habe ich nicht so viel medizinische Versorgung.